Und jetzt guck mal in den Spiegel und sieh mal, ob deine Achselhöhlenbrustrippen sich spreizen. Atme hinein, atme vorwärts und aufwärts, die Schulter bewusst nach hinten halten. Und jetzt kommt noch das seitliche Raffen der Zwischenrückenmuskeln hinzu. So halten, ausatmen. Frau Lenaut Schroth führt die Arbeit fort, die ihre Mutter vor 60 Jahren, damals als Außenseiterin, begonnen hat. Es handelt sich um eine Methode, mit der erfolgreich klinische Fälle von Skoliose, also einer Seitenbiegung der Wirbelsäule, behandelt werden können. Seitwärts und aufwärts und rückwärts und aufwärts. Und beim Ausatmen halten wir alles fest und hart. Die Methode nach Lenaut Schroth ist ebenfalls wie die Zillgrei-Methode auf dem Atmen aufgebaut. Man spricht von einer Atmungsorthopädie. Vor allen Dingen jungen Menschen hat man in der Lenaut Schroth Klinik immer wieder Linderung gebracht. Mit Fotos wird die Entwicklung des Körpers unter der Behandlung fortlaufend festgehalten. Die Stäbe dienen den Übenden als Korrekturrichtlinie, die sie selbst in den zahlreichen Spiegeln verfolgen können. Und auch als Stütze. Einatmen, wieder korrigieren, strengeln, einatmen, Hinterkopfschub, Nacken zurück und jetzt ausatmen, fest und hart anspannen. Fortwährend wird während der Übungen die Lungenkapazität der Patienten gemessen. Die Erfolge der Skoliosekorrektur machen sich auch in einer größeren Bewegungsfähigkeit und Aufnahmefähigkeit der Lungenflügel bemerkbar. So werden täglich die Werte, die die Patienten im Respirometer gemessen haben, gewissenhaft eingetragen. Die heute 89-jährige Katharina Schroth ist von dem Gedanken ausgegangen, dass die Seitenbiegung der Wirbelsäule zur Verdrehung der Wirbelkörper und somit zur Verkürzung des Oberkörpers führt. Also muss in umgekehrten Bemühungen versucht werden, den Körper zu strecken. Meine Mutter hat die ganze Methode damals Atmungsorthopädie getauft, weil das eine gerade Erziehung ist und der Zuhilfenahme der Atmung. Und zwar die gerade Erziehung geht nur über die veränderte Statik. Unsere Patienten haben ja alle eine Fehlstatik nach vorn hinten und nach der Seite, wie gesagt. Und die muss zuerst berichtigt werden. Und wenn der Körper aufgerichtet ist, kann dann auch die Luft in die entsprechenden Stellen fließen. Sie müssen sich vorstellen, da gibt es nicht nur einen Buckel, den die haben, sondern auf der anderen Seite ist eine Höhlung, eine Einbuchtung, und zwar nach vorn und nach der Seite. Und dann vorn ist auch noch eine Höhlung. Hier oben haben sie eine Höhlung unterm Rückenbuckel. Und diese ganzen Höhlungen müssen natürlich mit Luft aufgefüllt werden. Das Wichtige bei der ganzen Methode ist ja, dass meine Mutter ausgegangen ist von dem Aufbau von unten, von den Füßen aus und von der Geradestellung des Beckens aus, über die Geradestellung des Rippenkorbes zum Schultergürtel und zum Kopf. Es wird also sozusagen der ganze Mensch von unten herauf gerade gerichtet. Daher Orthopädie. Mit Hilfe der Atmung. Die Gründerin der Klinik, Katharina Schroth, starb vor 15 Jahren. Ihre Ideen aber tragen junge Patienten weiter in die Welt. Die Diagnose, ein Albtraum. Aber die Rückgratverkrümmung hat inzwischen an Schrecken verloren. Der Orthopäde Hans-Rudolf Weiß will seinen Patientinnen eine Operation, wenn möglich, ersparen. Laika Pertiwi, 16 Jahre, kommt aus Indonesien. Sie hat Skoliose. Täglich macht sie etwa 8 Stunden spezielle Gymnastik und muss dauerhaft ein Korsett tragen. Es richtet ihre verbogene Wirbelsäule. Für junge Mädchen eine große psychische Belastung, auch wenn das Design stimmt. Patientinnen, die hierher kommen, haben schon eine relativ starke Verbiegung und natürlich aus orthopädischer Sicht das Wichtigste, die Krümmung nicht weiter fortschreiten zu lassen. Für Patienten ist oftmals wesentlicher, dass sie hier auch psychologisch gestärkt werden. Sie finden also dadurch eine Stärkung, dass sie mit
gleichartig Betroffenen sich austauschen können, zumal sie ja zu Hause Einzelkämpferinnen sind, ein Schicksal zu tragen haben, ohne dass sie jemanden anders kennen. Die vorbeugende Methode ist heute anerkannt. Die Kassen zahlen. Aber das war nicht immer so. Ein langer und steiniger Weg lag vor Katharina Schroth, Großmutter von Hans-Rudolf Weiß. Sie selbst war an Skoliose erkrankt, entwickelte mit 16 Jahren ohne medizinische Ausbildung eine neuartige Skoliose-Gymnastik. Bei jeder ihrer Übungen erfühlte sie die Veränderungen im eigenen Körper und zeichnete alles akribisch genau auf. Schon bald entdeckte sie die Wirkung einer bewussten Atmung auf den schiefen Brustkorb. Katharina Schroth hatte die sogenannte Drehwinkelatmung erfunden, die bis heute angewandt wird. Der Patient hat über die Spiegel die volle Kontrolle. Mit gezieltem Atmen kann er über seinen Brustkorb die Wirbelsäule richten. Jahrelang beobachtete Katharina Schroth die Fortschritte an sich selbst und studierte Anatomiebücher. Vortragsreisen folgten. Mit Ehemann Franz Schroth errichtete sie in Meißen ein Sanatorium. Tochter Christa musste schon mit 4 Jahren im Betrieb helfen. Ihr Erfolg schreckte die Schulmedizin auf. Die Orthopäden gingen auf die Barrikaden. Katharina Schroth hatte schließlich keine Zulassung. Nach vielen Gutachten wurde sie als Kurpfuscherin diffamiert. Wie ging sie mit solchen Rückschlägen um? Die hat gekämpft einfach, ne? Die hat eben einfach dann ihren Artikel geschrieben in den Zeitungen und auch die falschen und die richtigen Übungen dann angeprangert. Und da ist sie natürlich auch sehr bekämpft worden. Sie ist heute kein Blatt vor den Mund genommen, das ist ganz klar. Denn sie wollte ja, dass diese Methode irgendwie veröffentlicht wird, nicht angewendet wird. Aber das hat noch lange gedauert. 1961, Neuanfang in Westdeutschland. In Sobernheim entsteht ein Schroth-Sanatorium. Der Kampf um Anerkennung der Schroth-Methode beginnt erneut. Tochter Christa hat die Geschäfte übernommen und wieder stellen sich Erfolge ein. Auch diesmal ruft das Feinde und Neider auf den Plan. Erst 1968 setzte sich ein anerkannter Mediziner, Professor Schlegel von der Uniklinik Essen, für Katharina Schroth ein. Auf seinen Vorschlag hin wurde sie mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Das war der Durchbruch. Später erkennen sogar Orthopäden die private Krankenanstalt an. Eine schöne Bestätigung zum 60-jährigen Berufsjubiläum von Katharina Schroth. Die Orthopäden sagten, dass die dreidimensionale Methode auch in die Behandlung der Orthopäden mit einfließen wird. Jedenfalls waren wir anerkannt auf diese Weise, ne? Von der Fachorthopädie. Verdienter Stolz nach 60 Jahren Kampf. Heute hat Enkel Hans-Rudolf Weiß das Steuer in der Hand. Die Methode Schroth wurde verfeinert. 1600 ausgebildete Schroth-Therapeuten sorgen bundesweit dafür, dass die Patienten ihre Übungen auch im Alltag überprüfen und korrigieren können. Neben der klassischen Gymnastik nach Katharina Schroth ist moderne Technik in die Klinik in Bad Sobernheim eingezogen. Zum Beispiel Erfolgskontrolle. Sie findet heute mit elektronischer Lichtvermessung des Rückens statt. Der Computer berechnet Lage und Form der Wirbelsäule. Häufiges Röntgen entfällt und die Diagnose ist genauer.